Alrighty denn, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget auf EU3. Wollen wir heute das machen, was ich fast neben den Pets am liebsten mache, und zwar die Unterwelt freispielen. Ja, ich habe mir ein bisschen was vorbereitet, ein paar Ressourcen, um die Gemmine auf 10 zu ziehen und dann hoffentlich auch gleich die Unterwelt zu ziehen. Ja, das ist ganz, ganz relevant. Wichtig für den weiteren Fortschritt im Spiel, ja? Ja, ganz klar. Und ich sag mal so, wenn man das machen will, solltet ihr guck mal, wir sind jetzt auf 9, also na, ihr habt gesehen, also man sollte auf jeden Fall über 100.000 Steine haben, über 300.000 Holz, aber das reicht halt auch nicht, denn ihr müsst ja auch jetzt noch suchen. Ja, und das Suchen kostet auch 3.000 Steine und man findet ja nicht gleich immer das Herz der Unterwelt. Ja, also ich hoffe, dass ich mit diesen Ressourcen jetzt auskomme. Und positiver Effekt ist, die Steine sind natürlich gleich 5-mal so stark und auch etwas wertvoller vom Gold her. Und die können wir auch gleich mal sammeln. Den können wir sammeln. Den können wir sammeln. Den können wir sammeln. Ja, aber ne? Ich hätte ja gern das Herz der Unterwelt, Leute. Yes. Nice. Bang. Jetzt haben wir das nämlich und jetzt haben wir Zugriff zum Throwpack, Leute. So, Leute, da haben wir uns natürlich auch gleich mal das Unterpack-Pack gegönnt und ziehen das jetzt halt hier auch noch hoch. Also, gehen wir mal. Ja, ihr müsst also bedenken, ne, das Ganze kostet euch halt mit Skippen, dies, das, jenes, dann auch ein paar Pilze. Ne? Also ich würde sagen, das waren jetzt locker so insgesamt über 1000 Pilze. Ja, wenn man das machen will, das solltet ihr auch kalkulieren. Also ihr braucht genug Ressourcen, Holzsteine und natürlich auch die Pilze. Ich baue jetzt hier alles einmal aus. Soul Extractor auf Level 1 müssen wir auf jeden Fall noch nachziehen, bevor wir die Alu spielen, damit wir noch ein paar Seelen kriegen. Das macht sich auch ganz gut. Ah, und da wird es eigentlich auch ein, sag ich mal, ein Gebäude, was man schon hochziehen kann. So, das ist kein Problem. So. Jetzt upgrade ich das auch nochmal. Werde jetzt aber nicht mehr skippen. Das mache ich jetzt parallel. Da fahren wir auch wieder ein paar Seelen rein. Gladiator Trainer 6 jetzt natürlich dabei, damit wir einen Critical Hit Damage Bonus plus 66% haben. Das ist mehr, als ich angenommen habe. Es hieß ja mal, dass es ja 5% gibt pro Stufe. Jetzt sind es wohl 11% pro Stufe. So richtig 100%, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das würde man... das kann man simulieren, ja. Also das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, dass das so ist. Habe ich aber irgendwie auch schon mal gehört. Egal. Wir sind jetzt halt ein bisschen stärker und das heißt, man kann jetzt halt wieder den schönen Push in Richtung 200 anstreben. Ich meine, wir haben auch zwei neue Steine, wir bräuchten halt natürlich früher oder später auch eine neue Waffe. Die kriegen wir aber auch relativ easy going, würde ich sagen. Ja, mach mal einfach auf entspannt. Okay.
Hello.
Moin, Ivo. Around. Solide, Level 200. Ich habe ein paar Wirbelsturm-Etagen am Anfang leider ohne Aufnahme aufgenommen, aber ansonsten habt ihr alles grob gesehen. Ich kann euch sagen, es waren roundabout 1200 Pilze für alles. Ja, ich könnte noch ein bisschen weitermachen. Ich habe noch ein paar alte Ausrüstungsgegenstände, teilweise auch alte Gems, aber ihr habt gleich gesehen, ich brauche erstmal wieder Ressourcen jetzt. Ja, dementsprechend machen wir das jetzt entspannt. Ich wollte nur die 200 jetzt erreichen und dann passt es auch erstmal, ja. Yay! Danke, Leute.